Mahlzeit, Freunde, und willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um nichts anderes als LabyMod 4. Wie LabyMod 4 aussieht, was es für Funktionen hat und vieles mehr, seht ihr jetzt gleich nach dem Intro. Ich würde vorschlagen, da das auch eine Sache ist, die uns gleich entgegenspringt, wenn wir das Game starten, ist das Thema Design, denn LabyMod hat jetzt ein bisschen auch so sein eigenes fancy Design rausgebracht, wie man hier schon sieht. Wir können hier zum Beispiel auf den Mehrspielermodus gehen und hier sehen wir das Ganze eigentlich auch soweit schon. Hier ist auf jeden Fall alles anders als im normalen Minecraft Vanilla. Das fängt hier eben von diesen Designs hier an, wie zum Beispiel auch das gewisse Server hier jetzt ihr eigenes Hintergrundbild haben oder zum Beispiel auch auf Hypixel könnt ihr hier direkt auf Skyblock oder Murder Mystery etc. gehen und seid dann direkt im Game drin. Aber auch wenn wir zum Beispiel hier jetzt direkt auf LabyMod drauf gehen, ist hier das komplette Einstellungsmenü anders. Hier könnt ihr zum Beispiel jetzt auch das Vanilla-Menü auswählen. Hier haben wir unsere Add-ons, unsere Widgets, dazu kommen wir gleich dann noch. Hier haben wir eben unseren Chat, also ich finde es auf jeden Fall mega, mega gut gelungen vom Design her. Kann man absolut nichts dagegen sagen. Ist auf jeden Fall mal was ganz anderes, als nur dieses Standard-Minecraft-Bild vor sich zu haben. Genau, eine sehr, sehr coole Sache zu den neuen Funktionen ist zum Beispiel einfach hier, wenn ihr euren Ingame-Chat habt, könnt ihr hier nun so viele Untertabs erstellen, wie ihr möchtet. Zum Beispiel könnt ihr das so machen, dass ihr hier euren öffentlichen Chat habt und dann habt ihr aber hier zum Beispiel auch noch einen MSG-Bereich oder wenn ihr in einem Server-Team seid, könnt ihr hier noch einen Team-Bereich haben, wo ihr dann eure ganzen Team-Chats und teaminternen Sachen und so weiter für euch zur Verfügung habt. Des Weiteren könnt ihr aber auch hier ein neues Window erstellen, das könnt ihr euch dann hier hinziehen oder wo es euch eben passt und dann habt ihr das hier auch, wie man es schon von LabyMod 3 kennt, nochmal zum Beispiel einen Bereich, wo man extra seine MSGs oder was man auch immer haben möchte, rausgefiltert anzeigen kann. Des Weiteren gibt es zum Beispiel hier auch in den Optionen bei der Skin-Anpassung, nun könnt ihr hier eure ganzen Cosmetics sehen und die eben auch nochmal anpassen, das heißt alles, was ihr zuvor auf der Website gemacht habt, wie zum Beispiel gewisse Cosmetics deaktivieren oder aktivieren oder auch gewisse Farben von Cosmetics anpassen, könnt ihr nun hier ingame machen. Bei mir werden die Tatsache aktuell nicht angezeigt, aber wir müssen natürlich auch bedenken, dass das Ganze hier noch aktuell in der Beta-Phase ist, das heißt Bugs und Probleme können aktuell natürlich noch auftreten. Des Weiteren habt ihr die Funktion, falls euch sowas Nützliches oder interessiert, dass ihr nämlich hier zum Beispiel jetzt, wenn ihr im Chat seid, euch hier über die Einstellungen zum Beispiel einstellen könnt, ob ihr gerade online seid oder auch nicht da seid und so weiter und so fort, wenn für euch das wichtig ist. Hier könnt ihr dann auch eben deaktivieren oder auch aktivieren, ob eure Freunde in LabyMod sehen können, auf welchem Server ihr gerade seid oder nicht, je nachdem, ob ihr das möchtet. Und ja, ansonsten hat es noch eine andere coole Funktion, dafür würde ich aber am besten gleich nochmal hier kurz auf den Server gehen, denn dann könnte ich euch das genauer zeigen. Und zwar hat das eigentlich direkt auch schon hier mit den Screenshots zu tun, denn wenn ich hier zum Beispiel einen Screenshot erstelle, kann ich hier direkt auf Upload gehen und dann wird mir das Ganze hier direkt geuploadet und ich habe dann zum Beispiel einen Link, den ich einem Kumpel schicken kann. Andernfalls habe ich eben aber auch zum Beispiel hier jetzt, wenn ich Escape drücke, hier den Screenshots Ordner und da habe ich eben dann die Übersicht all meiner Screenshots, die ich in Minecraft jemals getätigt habe, die sonst in dem Punkt Minecraft Ordner eben zu finden wären, sind hier jetzt einfach ganz leicht abrufbar und hier seht ihr dann zum Beispiel auch, welche Screenshots ihr mit LabyMod gemacht habt und welche nicht. Ob das jetzt eine hilfreiche Funktion ist oder nicht, ist die Frage. Aber das Feature ist auf jeden Fall auch mit dabei. So, eine weitere Sache, die noch mit den Screenshots zu tun hat, dafür müssen wir hier mal auf den Server kurz gehen, der einfach noch kein Hintergrundbild hat. Dann gehen wir hier mal drauf, machen eben einfach mal einen Screenshot. Das ist ja jetzt erstmal egal, wie der aussieht. Dann können wir hier wieder in den Multiplayer-Modus gehen, Set Custom Background und dann haben wir hier eben auch so einen Custom-Hintergrund hinter einem Server, wie zum Beispiel hier auch bei Hypixel oder Gomek, Reefer Games und so weiter der Fall ist. Thank you.
Ein nächster wichtiger Punkt in Labymods sind die Add-ons und Widgets, denn dort hat sich auf jeden Fall auch einiges geändert. Das Ganze fängt zum Beispiel an, wenn ihr hier auf so ein Add-on klickt, habt ihr hier zum Beispiel einerseits so ein cooles Fenster, hier könnt ihr das installieren, hier habt ihr Updates, hier habt ihr Tatsache auch Rezensionen, die ihr lesen könnt, wie hier zum Beispiel die Widgets sind. Hier seht ihr auch zum Beispiel HD-Skins hat 5 von 5 Sterne, hier könnt ihr das Ganze lesen, hier der Lukas findet das zum Beispiel cool und so. Ist auf jeden Fall ganz geil gemacht, ihr habt ja auch noch so ein Background-Banner und so. Ist auf jeden Fall designtechnisch sehr, sehr viel ansprechender. Und wenn wir jetzt hier mal zu den Widgets gehen, machen wir das am besten mal hier kurz in den Vollmodus, dann sieht man das besser. Denn hier habt ihr jetzt natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel, ich habe das hier schon mit meinen Rang, FPS und meinem Ping gemacht. Hier könnt ihr einfach all mögliche Sachen, wie zum Beispiel ja noch die Uhrzeit, einfach nur hier rausziehen und euch dann eben hinschieben, wo ihr gerade wollt. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Und wenn ihr darauf keinen Bock mehr habt, dann schiebt ihr das einfach wieder rein und das Ganze ist weg. Da das ja standardmäßig so ein bisschen gelb ist und nicht ganz so schön aussieht, könnt ihr hier eben noch in den Settings das Ganze einstellen. Hier habt ihr eine große Farbpalette auf jeden Fall und ich denke, damit könnt ihr auch ganz zufriedenstellend eure ganzen Farben und so einstellen, bis ihr damit auch zufrieden seid vom Design. Eine Sache, die ich tatsächlich ein bisschen schade finde, oder eigentlich sind sogar zwei Sachen, aber das kommt natürlich in der Zukunft noch mit rein. Das Ganze ist ja jetzt noch nicht komplett ausgereift und so. Sind einerseits, dass zum Beispiel noch ein paar Sachen fehlen, wie die Cosmetics hier. Aber soweit ich das jetzt selber gesehen habe, ich weiß nicht, die, wo Labymod 4 Beta-Tester sind, könnt ihr es ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch genauso ist. Aber hauptsächlich so die Partner-Cosmetics fehlen quasi. Also zum Beispiel hier die Weaved Firehand oder die Snox Eyes und was weiß ich, was da noch so für Sachen gibt. Das fehlt also aktuell noch, aber die Labymod eigenen Cosmetics, die scheinen soweit alle da zu sein. Eine weitere Sache ist, Labymod 4 wird soweit jetzt nicht mehr mit Optifine verfügbar sein. Sie machen jetzt aber da ihr eigenes Ding, also Shaders gibt es aktuell noch nicht, soll aber zum späteren Zeitpunkt noch hinzugefügt werden. Da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf, weil ich bin eigentlich wirklich so ein Spieler, ich habe permanenten Shader drin, damit es auch ziemlich schön in Minecraft aussieht. Was es aber trotzdem schon gibt, ist hier diese coole Zoom-Funktion. Das können wir auch hier mal austesten. Zum Beispiel kann ich hier jetzt hinzoomen und ich kann jetzt aber trotzdem auch noch mit dem Zoom-Rad noch mehr ranzoomen. Also mit meinem Mausrad besser gesagt, kann ich hier an bestimmte Blöcke und so weiter noch näher ranzoomen. Also die Zoom-Range ist auf jeden Fall enorm, enorm gewachsen. Und wie man das Ganze einstellt, kann ich euch auch noch eben zeigen. Denn dazu müsst ihr ja eigentlich auch nur in Labymod-Einstellungen reingehen. Dann geht ihr hier auf Ingame und wenn ihr hier dann so ein kleines bisschen runterscrollt, lasst mich kurz nachschauen, genau, dann findet ihr hier die Zoom-Einstellungen. Ihr könnt euch einfach mal ein Key rauszoomen quasi. Ich habe das jetzt standardmäßig auf C gelegt, weil ich das einfach schon gewohnt bin. Und dann habt ihr hier eigentlich all mögliche Einstellungen. Zum Beispiel die Zoom-Distance habe ich jetzt bei standardmäßig auf 4 stehen. Die maximal verfügbare Zoom-Distance ist 10. Also ich habe das auf 4, dann kann ich noch von 4 bis 10 manuell mit dem Mausrad zoomen. Genau, hier habt ihr so Durations, also die Zeit quasi für diesen fancy Effekt quasi, dass es so langsam ein bisschen reinzoomt und so. Das könnt ihr damit auch alles einstellen. Genau, und ansonsten war es das soweit eigentlich. Gut, abschließend war es es soweit eigentlich mit dem Video. Was ich euch noch ans Herz legen möchte, zum Beispiel könnt ihr hier, wenn wir mal auf der labymod.net Website sind, seht ihr hier zum Beispiel oben im Blog immer die aktuellen Updates und Labymod Features, damit ihr da auf dem Laufenden bleibt. Also es ist auf jeden Fall ziemlich interessant, das seht ihr dann, was so alles noch Neues rauskommt und in Bearbeitung ist. Des Weiteren, falls ihr noch nicht selber Labymod Beta-Tester seid und es aber werden wollt, könnt ihr hier auf der Startseite einfach direkt beim ersten Punkt euch hier für die Closed Beta anmelden. Da müsst ihr nichts weiteres machen, als einfach eure E-Mail-Adresse angeben. Dann bekommt ihr dort eine Mail hergeschickt. Diese müsst ihr einfach nur kurz mit einem Klick bestätigen und schon seid ihr eigentlich mit dabei. Dann müsst ihr einfach nur noch Geduld haben und abwarten, ob ihr auch so einen coolen Beta-Key bekommt. Und wenn ja, dann ist es eigentlich ganz einfach, Labymod 4 zu downloaden und es auch zu spielen.
Genau, was ich euch ebenfalls noch schnell sagen möchte, falls ihr bereits LabyMod 4 Beta-Tester seid oder es in Zukunft werden solltet, LabyMod hat einen eigenen Discord-Server und wenn ihr eben den Beta-Tester-Key habt, dann ploppt dort für euch auch noch eben einen Bereich auf, in dem ihr irgendwelche Bugs reporten könnt und Kritik und so weiter abgeben könnt. Das würde ich an eurer Stelle auf jeden Fall nutzen. So können eben noch Bugs und Fehler, die ihr findet, behoben werden, damit das Ganze eben zu 100% ausgereift wird, denn genau dafür ist eben die Beta-Phase jetzt aktuell da. Aber ansonsten würde ich auf jeden Fall sagen, das war's soweit mit dem Video. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob euch das soweit gefallen hat. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt oder noch irgendwas wissen wollt, etc., dann schreibt mir das auch auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Aber dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ansonsten, um keine Videos, Livestreams etc. zu verpassen, abonniert mich gerne, aktiviert die Glocke. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bestimmt die Tage wieder in einem Short-Livestream-Video etc. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao!